wir treten an, das in der innereuropäischen Produktion aufzubauen, hier in der Lausitz als Startpunkt der Rohstoffversorgung für eben diese innovativen Quantencomputer. Relativ schnell diese Versorgungslücke auf, dass es viel Nachfrage gibt, aber halt sehr wenig Leute oder gar keine Leute, die das auf dem europäischen Markt anbieten können. Wie groß ist denn eure Chance, da durchzubrechen und zu sagen, ihr seid diejenigen, welchen, die das künftig aus der Lausitz heraus machen? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Lex gewonnen. Wie fühlt sich's an? Dankeschön, sehr gut. Die Arbeit hat sich gelohnt. Genau, Arbeit ist genau das richtige Stichwort. Ihr wollt Quantencomputer versorgen, um es mal jetzt ganz einfach auszudrücken. Erzählt kurz, was das Problem ist und wie eure Lösung ist. Das überlassen wir den Fachkräften, oder? Ja. Ja, für einen bestimmten Quantencomputeransatz, die halbleitenden Quantencomputer, die sind sehr, sehr aussichtsreich davor, den ersten ultimativen Quantencomputer zu entwickeln, der dann wirklich einsatzfähig ist. Den fehlt Silan 28, ein ganz bestimmtes Gas, was zurzeit nicht zu haben ist, also weder in Europa noch weltweit. Und wir treten an, das in der innereuropäischen Produktion aufzubauen, hier in der Lausitz als Startpunkt der Rohstoffversorgung für eben diese innovativen Quantencomputer. Also man liest ja immer mal wieder drüber, wenn man sich ein bisschen mit Technik und Technologie befasst, Google, IBM und so weiter und so fort. Aber wie kommt man auf die Idee, dass genau dieses Gas erstens fehlt und zweitens, dass ihr es genau hier produzieren wollt? Ja, also da muss ich an Owen geben. Der hatte die Idee für das Patent und wie er dazu gekommen ist, kann er ja vielleicht mal kurz erzählen. Ja. Also David und ich haben zusammen unsere Doktorarbeiten geschrieben am Leibniz-Institut für Kristallzüchtung. Das war das erste Institut in Europa, was mit isotopenreinem Material, wozu auch Silan 28 gehört, gearbeitet hat. So, und da kam relativ schnell diese Versorgungslücke auf, dass es viel Nachfrage gibt, aber halt sehr wenig Leute oder gar keine Leute, die das auf dem europäischen Markt anbieten können. Aber wenn die großen IBMs und wie sie alle heißen, auch in Europa ja logischerweise an Quantencomputern arbeiten, irgendjemand muss doch genau daran gedacht haben, oder? Ja, haben sie auch, aber das Problem war immer, sie haben sich sehr darauf verlassen, dass sie immer Rohstoff aus dieser einen Quelle aus Russland bekommen. Und da haben David und Owen eben sehr früh erkannt, dass es gar nicht so schlau ist, sich immer nur auf eine Quelle zu verlassen, sondern dass man mindestens eine zweite braucht. Und wie wir jetzt sehen, durch die Sanktionen, diese Quelle gibt es nicht mehr und jetzt kommen wir. Als Unternehmer weiß man, dass man sich immer nicht immer nur auf einen Lieferanten verlassen soll. Passiert, wie man jetzt hier sieht, auch immer mal wieder. Das ist eine absolute Zukunftstechnologie. Wie groß ist denn eure Chance, da durchzubrechen und zu sagen, ihr seid diejenigen, welchen, die das künftig aus der Lausitz heraus machen? Also ich meine, es ist unser erklärtes Ziel, das zu machen und wir sind der frühe Vogel im Markt. Deswegen denke ich, wir haben da sehr gute Chancen, das zu machen. Derzeit gibt es keinen anderen Anbieter und sie lassen uns das Feld und die Chance wollen wir nutzen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt auch das Verfahren, wie man dieses Gas herstellt, patentieren lassen, richtig? Ja. Wie wichtig ist denn das? Also ist es ein sehr, um jetzt ohne ins Detail zu gehen, aber ist es ein sehr schwerer Prozess? Muss man wirklich viel Köpfchen reinstecken oder wäre das ohne Patent leicht nachzumachen durch Große, durch andere? Also nein, es wäre nicht leicht nachzumachen. Diese erste Quelle, die Anne gerade meinte, die damals aus Russland kam, die haben einen anderen Prozess genutzt, der sehr viel einfacher ist, zuerst apparativ, aber wirtschaftlich nicht zu betreiben ist. Und wir haben einiges an Entwicklungsarbeit reingesteckt, um einen alternativen Prozess zu entwickeln, der dann aber nachher wirtschaftlicher ist, weil Energie und vor allem zeitsparender als der eigentliche. Was sind jetzt eure nächsten Schritte? Ja, Existenzgründerwettbewerb ist das eine, Netzwerk bilden und so weiter, ein kleines Preisgeld gab es dazu. Aber was sind eure nächsten Schritte? Ganz wichtig, jetzt vor allem Netzwerk, uns in den Medien breiter aufstellen, also auch im sozialen Bereich. Wir fahren auf die ersten Messen fahren, deswegen werden die 5.000 Euro auch dafür angelegt, für Dienstreisen, nenne ich es jetzt mal, für die erste Hardware vielleicht, damit man dann besser daran arbeiten kann. Genau, und das sind jetzt die großen Ziele. Wir haben auch schon die ersten Anfragen etc. und die einfach weiter ausbauen und konkreter machen. Wann soll es mit der Serienproduktion losgehen in der Lausitz? Also derzeit suchen wir ja noch Kapital und dann ab Kapital Intake können wir nach einem Jahr produzieren.